los. Start nach Stuttgart. Zum Externer. Morgen geht es dann weiter nach Sölden. Und Sonntag ist das Rennen. Sind wir mal gespannt. Jetzt erstmal 5 Stunden Autobahn. Ja, wir werden einen guten Gym besuchen. Da treffen wir uns mit Olli. Dann wird es schön übernachtet. Heute Abend schon was gegessen. Und ja, dann fahren wir morgen gemeinsam weiter nach Sölden, treffen den Rest, holen die Unterlagen ab, gehen auch noch mal schönes Essen abends und dann geht's in die Schlacht am Sonntag. Gott, ich bin jetzt schon ganz schön aufgeregt. Das kenne ich von mir so gar nicht, aber das ist irgendwie doch mal eine ganz andere Nummer. Schon unterwegs, 1:03 schon vor mir, aber hier geht seit 10 Minuten nicht 1 Millimeter. Es nervt. Wo ist denn oben? Da. Soll ich hier reinfahren, ja? Genau, genau. Und dann zack, also ich habe keine Sachen erstmal mitgenommen. Von hier brauchst du nur 3 Minuten gehen, die Minute gehen. Park das Auto und komm einfach hoch. Nein, wie geht's da nicht mehr rein? Wie viel wog er? 97, was war's? 87. Du könntest natürlich. Du könntest ja unser Lied spielen. Jetzt. Wenn ich sein Vorderrad demontiere, der denkt nicht, wenn er das Vorderrad demontiert. Und er ist dann in Sölden wieder dran montiert, dass es dann nicht mehr so schleiffrei ist. Cem hat sein Fahrrad immer schleifend gehabt. Ich habe ja meins, ich mache meins immer ab, dass man hier rational viel Platz hat im Auto, ja? Rational viel Platz. Ja. So ein Kompaktfahrrad, das passt auch so komplett ins Auto. Guck dir, so. Passt, siehst du. Ach, super. Braucht nur der liebe fette Herr Türkman etwas nach vorne rücken und schon. Okay, jetzt machen wir es erst. Komm her, jetzt machen wir es ab. Hast du so einen. Der liebe fette Herr Türkman, komm her. Haben wir noch Kohl mal da. Hast du einen. Wir machen uns mal gleich auf den Weg. Nach Sölden. Wir nehmen. Ist das normal, dass hier unten die Gabel angerissen ist? Wo? wir beide wo? Hm? Oh, guck mal, gut, dass ihr das gesehen habt. Cool, das ist. Hages. Oh, extra oh, ja. Gewicht, ja, das wäre dramatisch. Damit hätte er das nicht geschafft. Jungs, wieder ein Watt gespart. Das hier eng geworden. Alter. Wieder ein Watt gespart. Wenn das reicht. Guck mal, ja. Jetzt tust du mal die beiden wiegen und sagst mal, welche von den beiden du leichter findest. Gefühlt. Warte mal, welche kann ich weiter schmeißen? Das Geilste wäre, wenn jetzt eine Speiche abfällt. Einfach nur eine Speiche abfällt, weißt du so? Welcher leichter ist? Ja. Ich würde sagen, der ist schwerer. Also der ist ja leichter. Okay. Olli und er haben gesagt, okay, die ist, fühlt sich ein bisschen leichter an. Aber das sind wirklich. Ja, Matthias hat ja. Ja, Matthias. Das, schwer. Das ist von uns der, der im Handwerk ist. Der kann das wirklich am besten beurteilen. Weiter geht's! Andere Perspektive. Genau. Na, du? Na. Hast du Stau gehabt? Hi. Nicole, hi. Hi, Nicole. Ja, hat noch nie geredet. Hallo? Ach, natürlich war ja die Kamera. Die Kamera woanders heute. Du bist ja gar nicht mal dran. Bisschen abgelassen, damit ich nicht so viel hochschleppen muss. Wo bist du gewichtet? Weiß nicht. Ich gucke mal. Der Spiegel sieht okay aus.
siehst du ja hier schon. Ja, wie gesagt, ja. Ein Kilo mehr auf dem Rippen macht über den ganzen Ötztaler 4 Minuten ungefähr aus. Also jedes Kilo 4 Minuten mehr, wie du brauchst ungefähr. Ja, dann hast du schon mal mindestens 20 Minuten weniger. Man setzt mich doch nicht so unter Druck, ey. Zu wem? Nicht zu seinem Vorgewicht, aber der hat bestimmt 5 Kilo abgenommen, würde ich mal schätzen. 5 Kilo hast du bestimmt abgenommen. Vom letzten Mal zu jetzt? Ja, vom Winter zu jetzt. Aber vom letzten Mal zuerst, muss ich erzählen. Vom letzten Mal war ich kann das Fahrrad neu kaufen. Was war, hast du meinen Cup noch gesehen? Ja. Aber der musst du deiner Familie. Und wohnt oder lebt er denn? Der hier irgendwo, irgendwo unter dem Vier. Ja, der wohnt ja wirklich. Ich hab den Zettel nicht. Wo hörst du den Zettel ab? Hast du den echt nicht mitgenommen? Zurück und raus. Wo ist der Zettel? Ich hab den Zettel nicht. Ich habe keinen Zettel. Verarscht. Hast du jetzt meinen Zettel? Ja oder nein? Sonst gehe ich jetzt gerade. Ich hab wirklich meinen Zettel nicht dabei. Ich habe ihn dir vorhin gegeben und habe gesagt, nimm den Zettel mit. Ich dachte, du nimmst auf. Ist er? Hast du das auf? Ich hätte es jetzt so übertrieben. Ja, ich hab's aufgenommen. Die Kamera geht nur immer noch nach einer Minute aus, dass du nicht so viel Strom verschwendet. Ja. Hör drauf. Servus. Servus. Der Feistel Matthias, 3374. Dafür geht's und starten. Okay. Vielen Dank. Und alles Gute morgen. Ja, Dankeschön. Wie fährst du? Und ankommen ist das Ziel. Okay. Das ist die Hauptsache. Ja, das ist erstmal die Hauptsache. Genau. Ciao. Ja, danke. Ach, guck mal, da haben wir ihn wieder. Na, ich habe gedacht, wenn ihr da seid, dann kommen wir eben runter. Wo wusstest du, dass wir hier sind? Intuition. Hallo. Ich wusste ja ungefähr, wie lange das hier dauert und wie lange da ist. Ihr habt im Hotel gegessen oder esst im Hotel? Nee, wir sind auf jeden Fall. Okay. Ja. Lass es dir schmecken. Lass es euch schmecken. Guckt ihr an, der Junge ist ausgehungert, er isst schon wieder. Schmecken. Lasst euch schmecken. Geil, ne? Auch im Sommer hier, guck mal, kannst du einfach hier unten noch was. Das ist schon geil. Nur am Handy, der Junge! Ah! Oh, voll geil. Ja, Aufregung ersteigt. Nervosität. Wir sind hier auf der Silbertalalm. Ja, weil die beiden mich hier auslachen, muss ich lachen. Ja, das stimmt gar nicht. Wir freuen uns, mit dir hier zu sein. Ja, ja, ja. Das erste Höhentraining dieses Jahr, was wir zusammen... Über Nacht, ne? Über Nacht. Ein Tag vorm Rennen. Höhentraining. 2000 Höhenmeter. Silberalm. Ah, ja. Danke, danke. Ich wollte danke sagen. An wen? Nächstes Mal, den ich mal großherzig lieb hab. Großschätzen. Das nächste Mal mach ich selber. So.
Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Eine mega View. Aber tatsächlich nicht ideal natürlich. Auf 2000 Meter zu übernachten, hat man natürlich wenig Sauerstoff. Das ist nicht ideal zur Vorbereitung für morgen. Gucken wir mal. So, hier geht's weiter. Und hier stehen die Autos. Ah. Ansonsten ganz schön hier eigentlich. Aber der Weg hierher, ein reiner Schotterweg. Morgen früh müssen wir mal gucken, wie wir überhaupt nach Sölden kommen. Wahrscheinlich mit dem Auto sehr früh. Was wird eine Tortur? Aber ganz nice. Noch ist er die Ruhe in Person. Es läuft nicht mit der Nummer, es läuft nicht. Das ist wahrscheinlich besser, ne? Wobei ja schon ist, oh, ich weiß nicht, ob das für den Tag genug ist. Ah, ist ja jetzt gebogen. Ja gut, das geht ja nur den Transponder. Ich glaube, es geht auch um die Bilder, ne? Du wirst nicht erkannt als Nummer jetzt. Frontal. Die Abendbeschäftigung hier. Ja, die kämpft immer noch mit seinem Schild. Gem seins. Sieht so aus. Ein schönes Hobby. Ja, das ist ein schönes Hobby, ne? Und das Schlimme ist ja, auf diesen 2020 Höhenmetern, da ist das ja wirklich immer ein Kraftakt. Kriegen wir keinen Sauerstoff, ne? Ich bin wirklich kaputt jetzt gerade vom Löcherstand. Das ist gelaufen, Pumpel. Nee, das machen wir jetzt nicht. Was machen wir hier, Alter? Scheiße. Guckt sie euch an. Wen? Euch. Digga! Ah! Ja, aber guckt den Cem an. Er sieht echt unverträglich. Grieß grämig aus. Gute Nacht, alle miteinander. Oh, wieso machst du denn nochmal Licht an? Damit ich was sehe, wenn ich ins Bett gehe. Geht aber ab ins Bett. Gute Nacht. Bis morgen. Das Team ist ready. Okay, er ist nicht ready. Ah. Spiel haben wir es. 4:06 Uhr. Ist ready. Aber sowas von. Heiß, Junge, heiß bin ich! Und du da hinten? Ja, sowas von in dieser Gesellschaft. Bin ich, so, noch an. Ich bin in der Gesellschaft wirklich froh, hier bald raus zu sein. Was ziehst du da an? Wie, was zieh ich an? Ich frühstücke so, ich frühstücke nicht in normalen Klamotten. Olli! Achso, du frühstückst hier in normalen Klamotten. Was ist das? Nein. Wir müssen High Performance Frühstück machen. In Rennradklamotten, jetzt ohne Spaß, dass wir gleich los können. Wir müssen ja nachher wirklich los. Geh zuerst mal dich fresh machen. Ja. So fresh. Warum stinkst du ja ein bisschen, deswegen musst du schon frisch machen. Du kannst das Video mal weglöschen. Wieso, wollen wir wirklich mehr so einen Ausraster von dir sehen, wie gestern? Zum Wohlsein? 4:45 Uhr, meine Zeit. Unsere Zeit. Wenn es einen gut geht, dann halt. Ach, das ist ja. Soweit schon fast alles angezogen. Dein Rad muss auch ins Auto, ne? In 2 Stunden Start. Matthias, jetzt bitte nicht filmen. Wieso nicht? Rudi, wo waren die Schüssel hier draußen im Flur? Draußen im Flur, eine Etage tiefer. Ich nehme die Karte mit, ne? Ich hab die Karte. Du hast die Karte, okay. Dann gehen wir außen links raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Es wird ernst. Wir müssen jetzt gleich los. Parken. Und dann geht's los nach Stunde. Ja. Aufregung ist schon da. Man fragt sich, hat man alles richtig gemacht? Hat man die richtigen Klamotten an? Wird man sich richtig verpflegen? Wird man schaffen? Wie heiß wird es? Wird es regnen? Die Jacke hier ist noch ganz neu, die ich drüber gezogen habe, gerade jetzt für den Anfang und auch für den Regen oder Wind, für Abfahrten. Meine beiden Kumpels sind beide zu spät dran. Es wird schon eng mit dem Start, also mit dem Treffpunkt, mit dem anderen. Ja. Es soll jetzt losgehen. Es reicht. Ich habe sogar Bremsbeläge noch mit dabei. Für die Fahrt oder was? Sind sie runter bei dir? Nee. Meine sind ganz neu jetzt. Ich habe meine gerade wechseln lassen letzte Woche. Letzte Vorbereitungen. Ja, ich habe wieder die größte Satteltasche, aber das ist mir scheißegal. Jawohl. Matthias filmt, ich film auch einfach. Ach so, mal. Super. Doppelfilm. Matthias filmt. Was ist los? Ja, mein Kollege hat gerade da. Und jetzt ist es scheiße. Jetzt sind wir an dem vorbei. Was für ein Kollege? Ja, mein Geschäftskollege. Oh, mein Bein. Aber herkommen. Ja, das ist das, was ich brauche. Wie geht's? Jetzt gut. Der Weg hierher ist das allerkomplizierteste und schwierigste gewesen. Neuem Team Michael. Hi. Hey, wo Timo? Wo checkst du? Es wird eine Sause. Ja, du wirst es locker schaffen. Da machen wir gar keinen Sorgen. Aber ihr könnt ja glauben, dass wir uns einfädeln. Kugelbahn. Ja, da sind wir auch. Geißlachkugel. Ja, ich bin Malte und ich will aufgenommen werden. Also super. Viel Spaß und gute Beine. Zumindest für den Tag. Das musste sein. Spannung steigt. Hier, dein Rad, ne, finde ich überhaupt das Allercoolste. Ja, ich habe gesagt, wenn ich so viel Geld ausgeben wollen würde, was ich tue, dann hätte ich gerne das auf der Farbe. Echt jetzt? Ja, finde ich total cool. Das freut mich sehr. Ja, ne? Aber ich glaube, irgendwie kannst du bestürzen. Also die. Was? Nee. Kann das nicht sehen? Was denn? Es gibt keine Brille mehr. Soll ich was lesen? Wo starten? Der Olli ist ein Guter, der macht das. Will ich ja gar nicht. Also die anderen Jungs haben alle ihre Startnummer. Echt? Ja, und wenn sie dich nervt, machst du sie einfach ab. Nee, dann habe ich aber dieses Bändel da die ganze Zeit, wo man das braucht. Bändel merkst du doch gar nicht. Hast du deine Startnummer? Ja. Letztes Jahr auch ohne gefahren. Im ersten Jahr hat mich das so genervt, dann bei den Abfahrten flatterte das immer hinten rum. Ich glaube nicht, dass er irgendwas schreit. Olli, ist dir kalt? Sieht auf jeden Fall wieder an. Ja, würde ich auch. Jetzt bin ich noch mehr Zeug ab. Ich behalte alles, was ich jetzt habe, behalte ich bei mir. Aber auch an, ne? Hier, nichts von wegen. Hier, die Schuhe sind doch so schwer, meinst du? Das ganze Rad ist so furchtbar schwer. Ich habe es vorhin mal angehoben, als beim Rausstand. Was ist denn jetzt los? Du kaufst dir so einen leichten Renner und jetzt fährst du wie so ein Lastenesel durch die Gegend. Ja, das ist klar. Ja, aber die Tasche, also ich warte mal, ich muss noch mal kurz hier. Das ist hier, ich kann es dir zeigen. Das ist, ich führe dir die Tasche vor. Hier kann man das ganze Fach noch ausfächern. Und da, ja, sind wir mal gespannt. Da ist die Ringjacke drin. Die ist, ja. Und das Werkzeug. Ich habe gar nichts im Rücken, außer ein paar Riegel.
und Handy, weil ich das eventuell mal raushole. Gwisi hast du nicht mit? Was? Gwisi habe ich auch mit. Ja. Also ihr Jungs nehmt alles Gwisi, ne? Dann kann ich das auch Ober sagen, dass ihr hier brav Gwisi. Aber ich auch. Welches Rad nehme ich, ne? Es fahren trotzdem alle hier rum. Alle. Ja. Alle schaffen es aber mit. Nein, alle schaffen es nicht, aber viele. Und alle sind auch gut, glaube ich. Weißt du, das ist alles klar. Alles Lifestyle. Es wird langsam kribbelig, ne? Bei mir gar nicht. Wenn es jetzt mal losgegangen ist, bin ich total ruhig. Ich habe auch gut geschlafen. Ja, das haben wir auch alle. Wer in der Regel schlecht schläft, der hat auch kein Problem damit, wenn es vor sowas ist. Kommst du auf Regen? Jetzt los. Einfach nur los jetzt, ja. Cem ist total unaufgeregt, glaube ich. Ha? Auf jeden Fall kann er es gut verbergen. Ja, ja. Easy. Ja, ja. Easy. Wie geht es dir? Innere. Michael. Was sag ich denn, Markus? Michael, Entschuldigung. Michael. Markus hat zu dir gesagt. Geht's dir gut? Ja. Also ganz ruhig. Ich habe versehentlich Markus zu dir gesagt, Entschuldigung. Wie hat der Name nicht mehr ein? Ich habe die Straße erreicht. Hier, Zeitnahme. Ja, Matthias. Über die Zeitnahme. Das stimmt. Entspannt, Matthias. Ja, noch ist es sehr entspannt. Erster Anstieg, Kütai. 8%. Jo, wir auch. Die ersten Meter sind geschafft. Ist ja die Frage, ja. Stündchen noch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hallo, fahren, fahren. Ey, so wird das nichts. Das Fahrrad liegt der Schieb. Und sind als Träumer mit dabei. Sie haben gesagt, also es ist wirklich für Sie ein Traum in Erfüllung gegangen und die werden wir dann später auch bei uns im Studio sehen. Robert Moser, 7. Teilnahme mittlerweile. Also der kennt den Ötztaler ganz genau, wie er fahren darf, wie er fahren muss. Das sind schon große Emotionen, das hat er auch gestern bei dir erzählt, Carina. Also der. Ich bin mein Freund, mit dem ich diese tolle Etappe hier genießen kann. Ah, so. 7 Stunden wird nichts mehr, hat er gesagt. Weil die da vorne gelaufen und gegangen sind, ne? Précisément. Précisément. Auf der Kütai. Da hat ca. 400 Meter hinter uns. Kräftig aufgestaut. Hier ist ja damals und, Benny Buchsbaum verunglückt. Deswegen ist das hier die Benny Buchsbaum Passage. Der Stefan und der Olli müssten hinter uns sein. Die gehen wahrscheinlich immer noch. Matze und der Kort. Michael Kort. Genau. Ja, over and out. Ich atme schwer. Bis später. So, jetzt der Männers. On cam. Pass auf, links. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß es auch nicht, bevor der, wenn die Kamera angeht. Also Cem, also wir sind fragen bestimmt auch noch dich, wie es dir geht und so. Ja. Da musst du jetzt noch ein bisschen warten. Ja.
Kühltag ist kein Problem, das machen wir jetzt im Putz. Zum ich zeig mich jetzt. Und dann gibt es oben eine Bratwurst. Und dann kriegst du das schon hin. Okay, Stefan ist cool drauf. Oh, lieber Schaus, wie schaut es bei dir aus? Ja, doch, doch. Ja? Ja, nachdem du mir gesagt hast, dass wir gar nicht 1700 Höhenmeter machen müssen hier, ja, ist das ja einfach. Unter 8 Stunden ist noch machbar für dich, ja? Naja, wird eng. Wird eng. Eher 9. Ja. Also ja, ab jetzt meinst du? Also immer ab jetzt, wenn du fragst. Genau. Wenn sie nicht verändert. Und da? Wir sind 3 Stunden. Wackelt, oder wackelt nicht? Ich bin zu langsam. Was ist immer der Wahnsinn? Noch zusammen? Noch sind wir zusammen? Vorsicht. Ja. Der Olli hat schon wieder alles gegeben. Ganz kurz, Ollis letzte Worte waren bei mir. Jim, wir fahren das gemeinsam. Ja, ja, ja. Er ist ja halt hier in einer Gruppe. Warte ab, wenn Olli den Sonnenstrahl ausgesetzt wird, dann wird er sich wieder fußend oder so. Wir fahren auch nur gemeinsam. Das ist alles. Ich glaube, Olli ist ein Vampir. Die können ja auch. Ah. Und Matthias, der hat auch einen guten Tritt. Wo ist er denn? Mit seiner 28er Kassette. Okay. Sind die beiden. Olli ist nochmal so 100 Meter vor uns. Habt ihr Cem gesehen? Ach, das ist Cem. Alle hier. Stabil. Noch? Das sind ja auch 100 Kilometer, Freunde. Stabile Werte. Meine sind keine 200 mehr, muss ich auch so sagen. Ne? Er meint es nicht so. Ach, spricht doch gar keiner hier. Das ist ganz komisch. Alle anderen 4.995 hier denken sich, was sind das für bekloppte 5? Ja. Der im grünen Helm, ja, das ist auch Stefan. Ne, ist er nicht. Ne, sind alle weiter weg. Geschissen. Gleich geschafft, die Kühtai. Erster Berg hinter uns. Läuft bisher sehr gut. Ja. Der Rest von unserer Gruppe ist weit vor uns. Aber hinten kackt die Ente. Eins. Wir sind so voll im Roten, wir waren nicht mehr an euch vorbeikommen. Bist du durch? Nee, ich bin noch nicht vorbei. Oh, soll ich mal was holen hier? Leute, wir machen es so. Keine Ahnung, das eine passt auf die Räder auf. Ja. Und der Rest geht holen. Ja, ja. Oh, die, gutes Tempo, Alter. Was? Oh, da ging nichts, Alter. Also ich hab's so ruhig gemacht, Michael, das war auch genau richtig. Einer muss meinen Bock imhalten. Du hast es gerade, kannst anlegen. Alles klar. Dann leer. Save me.
Matthias, alles klar? Nee. Matthias hat eine Flasche verloren. Ja, bitte. Scheiß den Dreck. Aber sonst bist du gut drauf? Wobei, sonst fühle ich mich noch sehr gut. Ja, kann ich klagen. Und du? Ja. Geh mal anders. Matze und ich. Ja. Wie ist das los? Junge, Junge, Junge. Kippt einer nach dem anderen um hier. Hoffentlich wir nicht. Ja, hoffentlich wir nicht. Das sieht nicht so elegant aus hier. Was ist das für ein Scheiß? Was ist hier? Mit Cem zusammen. Wie war die Abfahrt? Gut, aber guckt, ich hab ein Problem. Ab jetzt. Was? Guckt mal mein Rad an, was fehlt. Eine Flasche? Ja. Weggeflogen? An so ein scheiß Gitter. Habt ihr nur eine Flasche? Olli. Der Olli und der Michael und der Cem, alle drei auf dem Bild. Stark. Jo, wir sind auf dem Granaten. Läuft gut. 90 Kilometer haben wir. Geschafft. Das war anstrengender als erwartet, der zweite Teil. Ja. Warm und unrhythmisch und nervig. Aber wir haben noch 100 Kilometer, ne? Naja, aber bis wir oben sind am Brenner noch 1,5 Kilometer. Dann haben wir den auch in der Tüte. Jetzt wird es langsam echt warm. Oh, ganz kurzer Check-up hier. Oh, läuft gut. Zufrieden bis hierhin? Ja, genau. Ich muss jetzt irgendwie gucken, also mal gucken, ob sie eine Flasche haben für mich. So. Ich gehe kurz. Dann warten wir noch auf euch natürlich. Also es war ein ganz schön anstrengendes Stück, anstrengender als ich dachte. Ja. Ich war so hinten an der Abfahrt. Habt ihr ein Auge auf die Räder? Matthias, nimm doch mal. Darf ich mal den heute? Wir stellen mal Meister ran. Wo willst du ranstellen? Achso. Ganz kurz. Ich muss einmal Finger waschen. Das klebt wie Hubert. Aber jetzt bin ich wieder versorgt. Da ist sie. Damit komme ich zumindest ein bisschen weiter. Ah. So. Das läuft. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommen die Hartenberger. Aber es läuft. Sam, Jan. Lass uns mal die Tasche jetzt abgeben. Wir wollen weiter. Komm, von irgendwo da kommen wir, ne? So, wir sind hier auf dem Pass. So, Anstieg hier auf dem Pass. Bin ganz gut dabei. Aber ich spür's. Tut weh. Über den Armweg entschädigt. So, ein Drittel auf dem Pass, Olli. Noch ist gut, noch witzig. Was? Ein bisschen zu heiß alles. Er jammert die ganze Zeit. Okay, Entschuldigung. Ich sterbe, es wird immer schlimmer. So ist richtig. Nee, die Hitze ist unglaublich. Boah. Die Beine gehen noch, aber die Hitze, boah. Brutal. Michael ist auch noch bei uns. Hi. Er hält auch gut durch. Olli Volker hat es vor uns.
irgendwo weit, weit, weit. Und der Rest von uns ist noch hinter uns. Jawohl. So, mittlerweile bin ich allein unterwegs. Die anderen beiden haben sich Wasser aufgefrischt. Vor 2 Wochen unsere letzte Vorbereitungstour im Harz. Da haben wir um 13 Uhr gesagt, in 2 Wochen werden wir hier auf dem Pass hängen. Und genau da hängen wir jetzt um 13 Uhr. Schön motiviert gerade. Ja, voll. Ey. Ich habe auf diesen Moment gewartet, wo ich die Kuppe sehe, wo ich die Labe sehe. Da bin ich jetzt zum Ziel. Gleich haben wir es. Und schon vorbei. Ja! Na Jungs? Na, wir machen wieder auf dem Weg, aber genau. Hause hole ich nicht auf. Wo ist Cem? Hast du irgendwas noch von dem gesehen? Der hat noch eine halbe Stunde, der hat jetzt noch. In 28 Minuten ist hier Besenwagenzeit. Wird eng für ihn. So cool.
Alles gut. Alles gut. Alles okay? Ja. Ach ja. Alter. Oh, alles gut? Alles gut, ja. Alles gut. Ich habe eben gerade in die Leitplanke geküsst. Guck mal hier. Nee, aber ich hab mir abgestoßen, aber meine Bremse zieht nicht mehr gut vorne. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, was los ist. Hab eine ganz leichte 8, aber eigentlich nichts weiter, aber... Nee, vorne rollte weiter, rollte runter. Scheiße, ey. Gerade eben. Eigentlich hat man einen super Rund, aber ich hab mir einmal... Ja, muss man halt aufpassen, ne? Aber wenn ich verwende, hier mal. Ah, jetzt bist du besser. Vielleicht habe ich es eben besser. Warte auch. Ich konnte meine. Mein Tegus hat die getreten, das ist scheiße, ey. Boah. Oh, das passt hier nicht. Oh, das passt hier nicht. Oh, wie kann ich nicht. Lenk. Platten! Das ist aber spannender. Ja, ja. Platten! Hast du alles dabei? Ja! Ich hab defekt! Deswegen kann ich eier ich hier so rum. Ja, fahr weiter, ne? Ja? Was willst du nicht? Hast du ja, ich hab einen Schlauch. Oh, scheiße, ey! Hilft ja nichts, ey, verliert ja voll die Zeit. Wir sind am letzten Anstieg, Timotio. Das ist erstmal das Gute. Das Rad fährt wieder. Was ist passiert gerade? Alter Schädel. Man sieht ja meinen Arm hier. Das hätte auch mein Tod sein können. Boah. In der Abfahrt. Sieht man, glaube ich, auf dem Video. Ich glaube, habe ich gefilmt. Wenn ihr habt, ihr es jetzt schon gesehen. Dachte ich erst, ich habe einen Fahrfehler gemacht, weil ich mir in die Leitplanke gedonnert. Konnte mir aber auch gar nicht erklären, warum, weil eigentlich habe ich nicht anders gebremst, aber ich konnte nicht einlenken. Ja, bin dann weitergefahren, habe das Fahrrad richtig weitergefahren. Bin gleich wieder abgeflogen. Habe dann gesehen, dass ich einen vorderreifenden Platten habe. Ja, und das war's. Ne? Scheiße, Alter, auf einer Abfahrt bei so einer Geschwindigkeit einen Vorderreifenplatten, das ist tödlich, ey. Boah, wenn ich über die Leitplanke gegangen wäre, ich will es mir nicht vorstellen. So, jetzt der Tacho ist weg und ich kann nicht mehr richtig bremsen, muss also die Timmelsjahr Abfahrt ganz langsam nachher machen. Aber jetzt heißt es erstmal oben ankommen und dann schauen wir weiter. Es wird jetzt so ein Kampf. So. Jetzt die geilste Abfahrt wahrscheinlich bis dato in meinem Leben. Hier auf dem Pass, ohne Verkehr, ein Traum. Und jetzt bin ich am Fuß vom Timmelsjoch. Die anderen sind alle weit, weit vorne. Hab zu kämpfen, aber das wird schon. Guckt euch mal das Wetter an. Die Berge. Hammer. Bis dann. Hoffentlich dann in Sölden. Ach, danke. Alter Schwede. Ich habe ja gesagt, im Vorhinein, die Welt mich bestimmt am scheiß Timmels auf Fluch und Halle. Ja. Mir geht's nicht so gut mehr, aber die größte Scheiße ist,
Ich habe keinen Tacho. Ich weiß nicht, wie weit es noch hoch ist. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das noch sind. Ich weiß nicht, wie viel Prozente ich hier fahre, wenn ich fahre. Ich habe meinen Puls nicht. Alter, ich weiß nicht mehr mein Zeitlimit. Müsste zwar noch locker drin sein, aber ey, ich habe nichts zur Orientierung. Und natürlich auch beim Sturz meine zweite Flasche wieder verloren, die ich vorher mir besorgt habe. Muss wieder mit einer auskommen. Ey. Boah. Geht mir der Scheiß gerade auf den Sack hier, ey. Mein Arm brennt auf wie Sau. Man sieht es ja, glaube ich, hier jetzt gerade. Naja. So sieht es hier aus. Schön ist es ja. Hi, ich bin der Nico aus dem Fichtelgebirge. Aha. Ja, wir machen das hier gerade zusammen sehr gut. Genau, weil wenn man quatscht, dann vergeht die Zeit schneller. Und ist auch gar nicht so anstrengend. Das ist eigentlich total ganz entspannt hier gerade. Entspannte 10%. Da gibt es auch ein YouTube-Video, das haben wir irgendwann. Ein paar Jahre, also nicht ein paar Jahre, ein paar Wochen. Ja. So, da ist der Michael wieder. Den habe ich wieder eingeholt. Aha, sehr gut. Ah, wen's ein. Hat getrödelt. Ach, es ist wirklich schrecklich. Schrecklich warm. Boah, eben Gel reingezogen. Bei dem ist mir schlicht. Sag ja, Gels. Geht nicht, ne? Aber ich habe auch Hunger langsam, das ist das Problem. Ich brauche unbedingt die Labestation. Ja. Brauch sie unbedingt. Schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns, dass wir hier zu dritt stehen können und das alles erleben. Ich habe nämlich fertig. Ach, viel gegessen. Ich krieg nichts mehr runter. Ich brauche was. Mach ganz in Ruhe. Mein Körper ist leer, aber ich krieg nichts mehr runter. Unglaublich. Wie lange noch? 12 Kilometer jetzt nochmal in brutalster Variante. So, da sieht man's. Da hinten müssen wir auch. Wer sagt denn den brutalster? 12%, 14%. Echt jetzt? Ja. Jetzt kommt der Endgegner? Jetzt kommt der richtige Endgegner noch. Ja, für dich war der Endgegner schon im Kampf. Aber geil, dass Sam das geschafft hat. Hat er, ne? Weiß ich nicht, kann ich nicht gucken, aber also ich vertraue doch mal Martina. Ja, ich glaube auch. Aber das ist natürlich heftig. Und ich finde, Timmel ist viel leichter zu fahren als die Aufen. Guck mal da. Das ist so lang, das stimmt doch nicht. Guck mal da oben. Also bis eben ist es so schön. Guck mal da ganz oben immer. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Mir geht so das Scheiße. Mein Magen rebelliert. Mein Darm-Magen. Da geht nichts. Ich habe Hunger, ich kann auch nichts mehr essen. Krieg nichts rein. Krieg sich meine Energie umgewandelt. Boah. Aber egal. Keine 500 Höhenmeter mehr. Dann bin ich oben. Dann ist es so gut wie geschafft. Da ganz hinten kam er her. Du bist der? Matthias Feistel. Und du bist zum ersten Mal dabei? Ja. Und du hast den Sturz gebaut, stimmt das? Ja, das stimmt. Zeig mal deine Wunden. Ja, das war einmal die Leitplanke. Beim Rauffahren oder beim Runterfahren? Bei einer Abfahrt. Vom Laufen?
Vom Jaufenpass, ja, genau. Und da bist du eh noch glimpflich davon gekommen, oder? Wie ist ja. das passiert? Ja, ich habe einen Platten bekommen auf der Abfahrt und konnte dann die Kurve nicht mehr einlenken. Ja, und dann hat die Leitplanke mich gebremst und ich bin zum Glück nicht über die Leitplanke rübergegangen, weil dahinter war eine Schlucht, da war irgendwie, hat es mich zum Glück auf der Straße gehalten. Ja, also ein bisschen zitterig, aber ja, weitergekämpft bis hierher jetzt. Schmerz vergeht, Stolz bleibt. Ja, Hauptsache es schaffen. Ziel in Sicht. Ja, Ziel in Sicht. Und es ist niemals dabei. Also Jungs, durchbeißen, durchbeißen. Ankommen ist das Ziel. Alles klar. Das machen wir. Das heißt die Besten. Euch alles Gute. Danke. Wir sind die Besten, die Jungs. Aber wie viele nicht mehr können, guckst du dir an. Da ist der Möllingham gar nicht. Da hat er gerade.
durchgängig geballert. Ja, aber ich habe mich zweimal, also ich bin heiß untersuchen. Ich habe mich zweimal in der Kurve, ist mein komplettes Hinterrad quer gestanden. Und da habe ich so festgestellt, die Konzentration ist einfach. Du bist einfach, also ich war einfach durch. Reicht irgendwann. Oh Mann, ey! Was los? Geil, ey. Geile Scheiße. Geschafft. Oh, verdammte Scheiße, ey. Ja! Alter! Guck mal, dann nehme ich dein Rad an. Ich hab dich auf dem großen Screen gesehen. Mensch, aber schön, dass er es geschafft hat. Oh, ja, geil, den Screen. Das war so geil. Und dann kommt der Kameramann. Ich war so, ein Gestürzten. Und er, danke schön. Oh, ein Gestürzten. Ich war so, ja, den. Danke. Ich sagte so, oh, den müsst ihr interviewen. Und er. Und zack. Da war wieder so gestürzt und dann dachte ich, hä, was ist los? Dann kam Michael von hinten. Dann habe ich das Fahrrad gerichtet, war halt der Lenker verbogen, also nicht zum Rad. Bin weitergefahren, dachte ich, na gut, habe ich verbremst, war meine erste Intuition. War eine Kurve weiter, ja, hier, die Leitplanke, natürlich bei geringer Geschwindigkeit, ich konnte überhaupt nicht lenken, was ist denn los? Guck meinen Reifen an, da gab keine Luft. Das war so heiß geworden, die Felge habe ich am Reifenwechsel gemerkt. Ich konnte die gar nicht anfassen, so heiß war die Felge. Du solltest mal in ein neues Rad investieren und dann die Scheibenbremse. Ja, Scheibenbremse habe ich auch gesagt, brauche ich dann. Ach Gott, du hast ja gar keine Scheibenbremse. Daher kam die Felge, die so heiß wurde. Ja, bei der Temperatur. Was? Ich filme, Olli, pass ich auf, weiß, was du sagst. Ich wiederhole Amateur. Und sehen auf einmal gerade aus, komm ich leider. Ich hoffe, wir haben es auf Video. Machen, ne? Aber du bist dann fast über die Leitplanke rüber. Das war so eine dreifache Leitplanke zum Glück. Die war ziemlich hoch. Das war mein Riesenglück. Ja, wie gut nicht wie oben auf dem Dimmels, obwohl die so flach sind. Die Höchstgeschwindigkeit. So, runter. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wären irgendwie 85 oder so gewesen. Was? Hast du nicht 92 gesagt vorhin? Ich weiß nicht mehr. Muss man mal gucken. Ich glaube, 90 waren es nicht. Einmal kurz, glaube ich. Habe ich aufgemacht, da dieses 16%-Stück in der Kühlteile. 110! Du bist 110 wie ein Bescheuerter. Michael Kort hinter mir mit 95 Kilo. Olli. Und der so, ich konnte nicht anlassen. Olli, wir wollen ihn noch ein bisschen behalten. Ich möchte auch behalten werden. Ja. Hier, das neue Trikot, oder? Das ist das Ding gebindet. Das Rost und Ding. Du warst so klasse. Und hier ist das, und das zu Ende gefahren bis nach dem Sturz. Das ist Oberleistung. Oberleistung. Du hast das kaum nicht gemacht. Und dass du hier stehst, ist das Allerwichtigste. Alles andere ist unwichtig. So, ich mach mal aus, es wird so emotional jetzt, ne? Wir haben's immer noch geil. Er macht wie immer das Gleiche, er ist nur Handy. Meine Güte! Oh, da ist er! Am Ende waren die Berge alle. Lass mich drücken. Ja, ist egal. Herzlichen Glückwunsch. Hammer. Jetzt gut, ja? Also viel Schwein. Schöne rosa Trikot. Ist, ja, es ist kaputt. Kein Bock mehr am Steigen, die Fläche, Digga. Hast du das mitbekommen oder hast du es nur gehört, erzählt bekommen? Sag mal. So hab ich ausgesehen. Oh, das hofft man nicht. Du hast bestimmt noch ein schönes Bild. Ja, das ist schön. Also, nee, das ist gut. Schön. Geil, oder? Alles klar. Oh, hat das doch geschafft? Ja. Der ist kurz vor Ziel. Ach geil. Der ist im Gegenanstieg. Ja, weil Stefan gerade gesagt hat, er weiß nicht, ob er... Ich hab das rosa Trikot unten gesehen. Da waren zwei mit rosa Trikot und seien sehr auffällig. Den lassen wir noch durch. Wir holen unser Finisher ab. Und geradeaus. Michael Sieger und Werner.
Das Event hätte nicht besser enden können. Wir sitzen hier alle drei gesund. Wir sitzen hier alle ohne technischen Defekt. Wir hatten, vorhin, als du nicht da warst, von der anderen aus dem Harz, ist der eine nur mit Scooter gekommen, ne? Der eine nur mit Scooter gekommen. Sturz und raus. Überleg mal. Der Jam ist fertig mit der Welt. Aber gefinisht. Aber gefinisht. Das Einzige, was zählt auf Erden, ist der Finisher. Wir haben es alle geschafft. Ja, das ist das Allergeilste. Ich bin verdammt stolz darauf. Ja. Egal, was wir hier für Blessuren, Wunden. Was haben wir noch? Ja. Wundfahrereien. Wundfahrereien. Ekelhaft. Oh. Wir kriegen noch kaum was zu essen runter. Ja, ich krieg selbst dieses Rad da ja kaum runter irgendwie. Das rutscht alles nicht mehr. Ich krieg das auch heute nicht mehr, sonst kotze ich. Ich hab's gerade hier noch, aber das will nicht runter. Das schenkst du, Chen. Du sponsert uns unterwegs McDonald's. Das mache ich. Hallo, mein Fahrrad, mein Fahrrad, mein Fahrrad. No, mein Fahrrad zurück. So. Ich gehe halt vorsichtiger mit Gegenständen um, als der liebe Herr Türkman. Ein Verabschiedungsvideo. Das war's. Als ja. Starter 2023. Job done. Job done. Also, bis in Frankreich. In 4 Wochen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.